Ein Pianist in Berlin, eine Ärztin in Neapel. Eine Konzertreise wird Tom und Betty nach Jahren zusammenbringen und die Erinnerungen wachrufen an die gemeinsame Zeit in einer Jazzband, an Mark, mit dem Betty liiert und Tom befreundet war. In ihrem Debütroman »Die Ordnung der Sterne über Como« erzählt Monika Zeiner eine Dreiecksgeschichte, die in Berlin der 90er Jahre beginnt. Berlin war so ein Möglichkeitsort, vielleicht um es mit Robert Musil zu sagen, also wo alles eigentlich möglich war und wo man alles machen konnte, aber andererseits nichts machen musste. Monika Zeiner kam selbst Anfang der 90er Jahre aus der Provinz nach Berlin, promovierte über Liebe und Melancholie in der Literaturgeschichte, über die schöpferische und zerstörerische Macht des Eros. Das hat mich interessiert und das auf die heutige Zeit zu übertragen, fand ich ganz spannend, weil ja auch die Hauptfigur so ein Melancholiker ist. Es ist eine künstlerische Ménage à trois, bis Tom sich in Betty verliebt. Was nicht passieren darf, passiert. Betty betrügt den Geliebten, Tom den besten Freund. Kurz darauf verunglückt Mark. Warum verraten wir die, die wir lieben? Wie viel Liebe verträgt eine Freundschaft? Monika Zeiner stellt existenzielle Fragen. Wo sind die Dinge, an die wir uns nicht mehr erinnern? Hatte Mark ihn vor langer Zeit gefragt. Wo sind die, an die wir uns erinnern? Dachte Tom. Liebe und Philosophie. Ein Roman über den Schmerz des Erwachsenwerdens. Mit leisen und lauten, heiteren und schwermütigen Tönen. Monika Zeiner hat ein wirklich sehr überraschendes Debüt geschrieben. Überraschend nicht nur, weil sie mit dem ersten Buch schon so auch stilistisch souverän ist, sondern weil ihr eine Mischung gelingt, die es in der deutschsprachigen Literatur nicht so oft gibt. Nämlich sehr elegante Leichtigkeit in der Sprache, in den Motiven, auch sehr viel Witz, sehr viel Charme. Und zugleich erzählt sie von emotional sehr berührenden, lebensernsten Themen.